Die Eiszeit hat in Dülmen wieder begonnen. Große und kleine Eisläufer nutzen die Gelegenheit, erneut ihre Schlittschuhe auszuprobieren. Zum 14. Mal öffnete der Dülmener Winter jetzt mit Eisbahn und Weihnachtsmarkt. Seit 2000 gibt es die Eisbahn hier auf dem Marktplatz, 450 Quadratmeter. Viel ist gewachsen und wir werden natürlich wieder auf der Eisfläche viele Eisstockschießturniere, Eishockeyturniere, sogar Eisfußball anbieten. Und in den 40 Tagen, wie gesagt, gibt's einiges hier, wird hier geboten. Und dann gibt es natürlich noch den Weihnachtsmarkt, der wird 19 Tage hier stattfinden, an den Wochenenden. Viel Rahmenprogramm auf der Bühne, Musik, aber auch für Kinder Vorführungen. Eine Stunde nach Eröffnung gab es bereits den ersten Höhepunkt. Die Eislaufabteilung des TuS Wiel präsentierte bei einer öffentlichen Probe Auszüge aus ihrer Show Ein zauberhaftes Jahr mit Mary. 17 Tänzerinnen im Alter von 9 bis 20 Jahren stellten auf der Eisfläche ihr Können unter Beweis. Wir sind ja heute aufgetreten, um unser Showprogramm, was wir in 14 Tagen in Wiel aufführen werden, einfach schon mal vorweg zu proben vor Öffentlichkeit halt. Ne? Das ist eine schöne Gelegenheit, dass die Kinder die Nummern jetzt auch schon mal vor kleinerem Publikum aufführen, bevor es dann eben in 14 Tagen dann wirklich vor großem, ausverkauften, hoffentlich ausverkauftem Hause bei uns dann im Gesamten aufgeführt wird. Der TuS Wiel ist ein Eissportverein mit mehreren Sparten. Also wir haben Eiskunstlauf, Eishockey und auch Curling bei uns vertreten. Und ich komme vom Eiskunstlaufbereich und wir haben halt für alle Sparten, also für alle Könnensstufen, haben wir Angebote, also sprich von den Kleinsten, also die Kindergartenkinder, die lernen bei uns die ersten Schritte bis hin eben zu Wettbewerbsläufern, die Sie auch hier gesehen haben, die dann es auch schon geschafft haben, sich für die deutschen Nachwuchsmeisterschaften zum Beispiel zu qualifizieren. Die Aktion auf der Eisbahn lockte zahlreiche Zuschauer an. Viele machten anschließend einen Rundgang über den Dürmener Weihnachtsmarkt. Etliche Stände hatten bereits geöffnet. Die meisten präsentieren Geschenkideen. Daneben fanden die Imbissstände reichlich Zulauf. Wir konnten Sponsoren für die Hütten finden. Und somit sind hier auch viele Einheimische jetzt und bieten ihre Waren an, die sie, wie gesagt, in Heimarbeit hergestellt haben und jetzt einfach mal anbieten. Somit haben wir viel Kunsthandwerk, aber auch das Traditionelle vom Tee über Honig und so weiter, was zum Weihnachtsmarkt gehört. Ein umfangreiches Programm auf der Bühne und der Eisfläche sorgt dafür, dass in den nächsten Wochen gute Unterhaltung geboten wird und keine Langeweile aufkommt.